So, das soll also besser gehen, als was schon hatten? War doch super sexy mit der Programmierung. Jo, geht besser. Man muss einfach die Konzepte verstehen, die Apple uns bietet. Schauen wir uns doch mal den Simulator an. Ja, da können wir ja hier wirklich zurückgehen. Ah, ich sollte mal die Slow Animations vielleicht ausschalten. Und dann gehen wir mal in die Settings. Schaut mal, dann bauen sich die auch auf. Unsere Settings, da sind sie. Und jetzt klicke ich hier quasi mal einen Button an. Schwupp. Und dann sind wir auf dem zweiten Screen. Klicke ich About an, sind wir auf dem dritten Screen. Und hier oben geht's zurück zu General, zu Settings. Wow, das wäre doch was, wenn wir das so irgendwie hinkriegen würden mit dieser Navigation. Wie machen wir denn das? Eben mit einem Navigation Controller. Okay, und dann wollen wir uns doch mal angucken, wie wir so einen Burschen hier irgendwie mal ins Leben rufen können. Step 3 auf Step 4 kopiert, rein geht's in Step 4 und wir sehen hier unser gutes altes Storyboard. So, was machen wir? Jetzt schmeiße ich mal diesen Segway von unserem Orange View Button weg. Zack. Jetzt gehe ich mal her, weil es mich selber nervt und wir nehmen diese zum Himmel schreiende Farbe von unserem Pink View Controller weg und ich sag, du bist wieder Default Weiß. Unser Orange View Controller hat dementsprechend auch keinen Button mehr, der da zurück zu dem Pink View geht. Erstens, weil er nicht mehr Pink View heißt und zweitens, weil doch das eigentlich scheinbar irgendwie automatisch gehen sollte, wenn ich das eben richtig erklärt habe, ne? Also wenn wir uns dieses Settings-Beispiel nochmal vor Augen führen. Gut, sind wir ehrlich, wenn wir aus einem Storyboard View Controller einen Button entfernen und wissen, dass dahinter noch eine IB Action liegt, dann sehen wir zum einen, dass der Kreis nicht mehr ausgefüllt ist, weil eben das zugehörige Element aus dem Storyboard entfernt wurde. Und wenn es nicht da ist, schmeißen wir doch auch den Code raus. Wir haben ja die anderen Beispiele komplett in den vorherigen Schritten. Dann brauchen wir ja keinen Codemüll anzusammeln. Ja, und dann wollen wir aber trotzdem mal gucken, wie kommen wir denn so jetzt hin und her. Dann klicke ich meine View-Controller-Szene an. Und jetzt, Leute, wenn ihr noch vor 3 Jahren angefangen hättet, war das so richtig Aufwand, einen View-Controller in einen anderen einzubetten. Jetzt sagen wir nur Editor, Embed in, Navigation Controller. Also unser View Controller, der weiße, der ehemals pink war, der ist jetzt eingebettet worden in einen Navigation Controller. Dieser Navigation Controller ist auch der, wo unsere App anfängt zu laufen. Und unser Navigation Controller hat einen Root View Controller. Und das ist dann unser alter weißer View Controller, der hier mit dieser Klasse verbunden ist, so wie das schon in allen Beispielen war. So, hinter diesem Burschen liegt gar kein Quelltext, muss auch nicht, denn er hat ja seinen Root View Controller drin. Und wir werden natürlich wieder von diesem Orange View Button auf unseren Orange View Controller gehen. Auch hier sagen wir Show und kriegen wieder ein Segway. Und schaut euch das mal an. Ja, wir kriegen automatisch ein Back. Wow, oder? Und dann lassen wir mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt unsere Anwendung ausführen. Tadam, tadam, tadam. Building. Und wir machen es spannend. Launching, Multiscreen und jetzt zum iPhone 7 Plus Simulator. Und da ist es. Wie sieht's aus? Komm schon. Ah, ja. Default-Farbe eines View-Controllers. Default-Farbe eines Views vielmehr ist transparent.
Und transparent würde dafür sorgen, dass wenn der zugrunde liegende View-Controller, wie dieser Navigation-Controller, einen schwarzen Screen hat, dass das Ding tatsächlich auch schwarz ist. Wollen wir nicht. Also, lieber View, war natürlich mein Fehler, gebe ich ja zu. Du bist nicht mehr Default, sondern weiß im Hintergrund. So. Und dann lassen wir die App nochmal laufen. Und ich hoffe, wir erfreuen uns dann einer besseren Optik. Ja. So, jetzt hier, bitte. Ne, man muss nur wissen, wie es geht. Ist ja dann einfach. Wir haben unseren Orange View Button. Ich klicke den, der Orange View kommt und ich kann mit Back zurück, ohne was zu kodieren. Und schaut mal hier, Show Animations. Orange View schiebt das Detail von rechts ein und Back fährt es auch wieder zurück. Und nochmal hin zum Orange View. Ist jetzt manchmal ein bisschen tricky mit dem Simulator. Ich hoffe, ich lege mir hier kein Ei. Aber ich kann auch mit der Swipe-Geste vom Bildschirmrand eigentlich einen Back auslösen. Also, wenn ich einen beliebigen View-Controller in einen Navigation-Controller embedde, über Editor Embed In, war das sehr einfach möglich. Dann wird dieser Navigation Controller zum Initial View Controller, hat einen Root View Controller, eine Wurzel, und das ist der, den ich embedded habe. Und dann habe ich einen Button und der macht einen Show. Und der Rückweg ist schon für umsonst und geschenkt. Ja, super cool. Ja, ich weiß. Sollen kurze Videos sein. Ich mache halt nur noch mal, weil ich das so mag. Guckt mal, das ist doch super cool. Wir haben hier einen View-Controller, geben wir eine schicke Farbe, nicht, dass unsere Augen wieder leiden. Wie wär's denn mit so einem, ja, hier so einem kräftigen Zinnoberrot, keine Ahnung. Und wir nehmen uns noch mal einen Button her. Und den Button legen wir auf unseren Orange View. Und ja, da sind wir korrekt. Zeit hin oder her. Aber Auto Layout Constraints, die sollen bitte schön schon sein. Und hier gehen wir dann zu unserem Red View. Wenn das jetzt sowas wie ein Rot wäre, wir verbinden das hier rüber, haben Show, haben einen neuen Segway. Mehr haben wir nicht gemacht und wir drücken Play. Und das ist eigentlich das, was ich euch hier unbedingt zeigen will. Denn ihr seht, wie einfach das ist. Und wenn ich jetzt auf den Orange View gehe, komme ich von denen auf den Red View, von da zurück auf den Orange View, von da zurück auf unseren Start View. Und managen tut das Ganze dieser Heinzelmann hier, das ist unser UI Navigation View Controller und der kann dann so einen Stack von anderen Controllern managen. Super, super attraktiv und, ha, weiß ja gar nicht, ob ich großartig drauf hingewiesen habe, der D-Init wird natürlich auch aufgerufen. Das heißt, auch das, was sich da aufbaut mit so einem Push in einen Navigation Controller, wird durch den Pop auch komplett aus dem Speicher entfernt. Yay, so geht Screen-to-Screen-Navigation.